Ich hab den Twitch-Dingens hier. Hey, Twitch-Pads. Ja, haben wir nur einen Imposter? Ja, haben wir dafür. Nein. Auch aber wir haben einen Sheriff dafür. Dafür haben wir einen Sheriff. Das ist ein zweiter. Mira, ach du Scheiße. Ja, muss mich erstmal muten. So, neue Runde Among Us. Auf Mira, das hab ich. Wir haben lange nicht mehr auf Mira gespielt. Mit der Sheriff-Mod, okay, das können wir hier lassen. Mit der Sheriff-Mod und bei Serpi im Stream. Mit vielen coolen Leuten. Ja. So, Mira, das ist bis jetzt ungewohnt hier. Da muss ich jetzt erstmal zurechtfinden. Ich muss jetzt mal rausfinden, wie das hier. Oha. Das habe ich jetzt. Könnte gut in einem Jahr sein. Das könnte jetzt gut. Hab die Maps so lange nicht mehr gespielt. Das könnte jetzt. Könnte fast wirklich so sein. Also könnte jetzt fast wirklich ein Jahr her sein. Dass ich das letzte Mal gespielt habe. Geguckt. Ach, jetzt schalt doch mal jemand den Reaktor aus. Das ist doch jemand. Das ist ja. Der Alarm nervt doch nur. So. Boop. Hier noch. Boop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. 10 kann zählen. Es wird schwierig, aber ja. Ich habe das Twitch-Dings. Und das Buggy-Twitch-Dings, das habe ich bei einem Stream als Drop-Dings erhalten. Das bekommt man irgendwie nur bei Events. Das ist ein Event-Pad bei Among Us. Das bekommst du nur zu gewissen Anlässen. Falls ich das Leute jetzt als Zuschauer fragen, wo kriege ich das jetzt her? Wir sind jetzt quasi ein Elektriker. Wahrscheinlich nicht nur quasi, sondern wir sind ein Elektriker. Also vorsichtig. Upload. Diese Map habe ich doch damals absolut nicht gemoddet. Habe ich jetzt. Na gut, das die Task ist natürlich hier. Achso, okay, ja gut, das ist jetzt hier die Cardswipe-Task. Da geht's, steht jetzt hier kurz drauf. Ne? Das ist eins. Okay, ja, das ist jetzt durch die Mod ein bisschen. Ja. Die Task gibt es wahrscheinlich bei so in der Art nur hier auf Mira. Cool. Map was nicht. Okay. Okay. Und wer war's? Also das Ding ist, ich habe keine Ahnung, ich habe diese Map schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich, kann ich jetzt keine genauen. Ich bin auch so gerade verwirrt. Ich bin auch gerade also tierisch verwirrt. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich habe die Map seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Im Jahr. Krass. Ich habe das Spiel zwar erst seit ein paar Monaten, aber gut. Wo liegt die tote Silverlee? Also, ich kann das nur grob den Bereich einteilen. Das Spiel erst seit November. Seite, sondern eher rechts. Irgendwo. Das ist ja Licht ausgegangen und dann wollte ich zum Licht gehen und da war random Report-Button halt quasi im rechten oberen Teil irgendwo auf dem Weg zum Licht. Serpi nicht, wir stehen unten links, unten rechts, aber bei Weapons Balcony. Also als Licht an so habe ich dich definitiv da noch gesehen beim Pew Pew Pew. Ich weiß nicht, ob du dann da halt noch standest oder ob du losgegangen bist. Ja, ich stehe noch. Also ich bin gerade, glaube ich, fertig geworden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe deinen Pink noch gesehen. Ich bin ja Pink. Waren über die ganze Runde entlang beieinander. Also war es Merp nicht. Ich und er waren aber O2 gerade vorher. Also in der Nähe von der Leiche, als das Licht ausging. Und wen ich davor noch gesehen habe, war glaube ich Zwergi. Ja, ich war gerade bei dem Dingens hier, bei der verrückten Task dort auf dem Pad, wo die. Ich weiß ja, wie die Räume heißen, auch gar nicht in Mira. Ich bin jetzt hier, kommt es einfach. Ja. Es wird wahrscheinlich Admin sein. Dieses, wo du auch den Kontrolltable drauf hast. Das ist halt. Oben und kurz direkt unter, schräg unter. Ich bin eben in Lights gegangen. Unter den Pflanzen. Ja, aber noch und die Leiche war wo? Einen Imposter. Und ein Detective. Vielleicht ist Silver der Detective gewesen, das wissen wir nicht.
Ja, wo war die Leiche nochmal? Wie gesagt, ich kann jetzt keinen genauen Raum nennen, aber rechts relativ weit oben. Also es ja, könnte durchaus Edmund gewesen sein. Rechts relativ oben könnte auch Edmund, also das, wo ich gerade stehe, sein. Also es war noch aber im Gang, es war jetzt nicht in dem Raum. Aha. Also Skip oder was? Da jetzt scheinbar keine. Wir haben 7 Leute, wir haben einen Imposter. Und wir haben keine richtigen Beweise. Ja. Also der Imposter hat aber Skip. Ein Kill-Cooldown von 27,5. Okay. Ich hab eine Karte bei Among Us Talk reingeschickt von Mira. Ja. Ah, nice, danke. No one was ejected. So, weiter geht's. Machen wir doch mal hier die Task hier. Ich habe die Karte, das, was hier die Tasks sind, natürlich gemoddet, weil ich die Task gemoddet habe, aber so die Map hier, das ist kein kotzer Haufen auf dem Boden und keine Flaschen auf dem Tisch oder so. Das ist halt Mira, ich finde die Map auch so uninteressant, die Mira HQ Map. Das ist halt, ich warte einfach drauf, dass die neue Map rauskommt, die werde ich dann wieder modden. Da werde ich Freude dran haben, sobald die rauskommt. Die neue Map. Dann muss ich dann wahrscheinlich erstmal ein paar Mal spielen, bevor ich sie modden kann. Du musst ja natürlich kennen, was du moddest. Jo. Mira habe ich aber gar nicht. Das ist, ja. Für Crewmates ist das halt die schlechteste Map, die du überhaupt haben kannst. Weil der Imposter kann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unkonzentriert hier. Verdammt! Mach mal ein CRP. CRP war Sherry. CRP ist tot. Ihr habt CRP getötet. Ich hab die ganze Runde lang exzessiv verfolgt. Und dann hat er versucht, mich zu töten. Und er ist dann gestorben, als der war Sheriff. Wo liegt denn die Seppi-Leiche? Unten bei Cafeteria, bei der Aufgabe. Kann das noch jemand beweisen? Also war da jemand dabei? Also ich bin gerade oben im Reaktor-Ding und ich mach dort. Was man sagen kann, ist, dass ich ihn die ganze Zeit verfolgt habe. Also, es könnte natürlich auch sein, dass du ihn einfach gekillt hast, auch, you know? Aber ich glaube, das so der schlauste Move wäre, oder? Naja, es soll schon mal vorgekommen sein, dass Flips so ein Detective Play gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber letzte Runde haben ich und Merp uns gegenseitig gesaved. Also ich war mit ihm die ganze Zeit dabei. Aber in der Runde, also jetzt, habe ich Merp nicht gefunden, deshalb habe ich Serpi verfolgt. Und weil ich ihn exzessiv verfolgt habe, hat Serpi wahrscheinlich geglaubt, dass ich Imposter bin. Und deshalb hat er versucht, mich zu töten. Hast du meine direkt danach reportet oder was? Genau, ja. Meine Frage, wer war kurz bevor Com sabotiert worden sind bei Reactor? Ich bin gerade im Reaktor. Ich mach dort gerade meine Task. Kabel verbinden. Habe ich nicht hingekriegt, ganz blöd dafür. Ich war dort oben alleine, hab dann oben keinen gesehen. Also ich meine auch auf Admin nur einen Punkt da gesehen zu haben. Ich habe nur kurz geschaut, aber es war ein Punkt Cafeteria, ein Punkt Reaktor da oben. Es war auch nur kurzzeitig. Das war ich. Ich bin dort oben und mache meine Tasks. Und das ist halt. Es war halt auch nur ein Punkt. Also ich bin da ganz alleine. Ganz allein. Gut, wen voten wir jetzt? Müssen wir voten? Nein, wir sind noch genug Leute. Also es gibt noch was. Mini-Sus auf Zyan, aber ich kann es nicht richtig begründen. Auf wen? Zyan, Luki. Habe ich auch, um ehrlich zu sein. Wieso das? Du warst ja oben mit Zwerge, als das Licht ausging, am nächsten von der Leiche. In der Nähe von der Leiche. Also ich hätte jetzt Flips gewotet, weil das ziemlich nach Self-Report klingt. Konnte ich niemanden töten, weil ich mit Merp die ganze Zeit dabei war. Ach, Skip. Und diese Runde hätte ich Merp nicht töten können, weil ich die ganze Zeit mit Serpi dabei war. Also ganz kurz, ich würde skippen und es könnte Task-Win werden, gell? Ja, wir wissen es nicht, Ich muss nur noch eine Kabel-Task machen. Wir wissen es nicht. Also man muss halt auf Flips aufpassen, weil das ist halt 50-50, es kann genauso gut eine Lüge sein, deswegen würde ich auf ihn besonders aufpassen. Ja. Okay, auf dann verfolge ich dich jetzt, okay?
So, let's go. Silver left the game. Okay, habe ich jetzt meinen Tasks erledigt oder was? Das kann ja fast nicht sein. Ich gucke nochmal da oben nach. Das ist ja, das hatte ich doch falsch jetzt. Das habe ich doch nicht, beenden können. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Habe ich denn? Ja klar, habe ich da nur. Ja, da muss ich hier noch. Das habe ich doch gehabt. Oh, perfekte Kabel. Sehr schön. Das ist ein Launchpad. Ah, stimmt, da habe ich was angefangen am Anfang. Ich muss jetzt nochmal zurück. Oh, Lucky. Wurde hier schon gesasst. Der Imposter kann halt hier auf dieser Map quer durch die Map wenden. Der kann halt. Ich weiß nicht, ob ich da was einblenden kann. Diese Karte, die Map mit den Vents dort drin. Du kannst halt. Wenn ich dran denke, blende ich es nachher ein. Du kannst halt als Imposter quer durch die Map wenden. Also vom Anfang bis zum Ende. Es ist halt ungerecht für die. Crewmates. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich hab, meine Zwergi ist mir. Ich habe Luki mir entgegengekommen sehen und ich bin runtergegangen. Luki ist hochgegangen und ich bin jetzt unten beim Anfang dort beim Dropship. Ich mache dort gerade meinen Task. Willst du mir entgegengekommen sein? Du bist mir im Determination dort oben. Du bist hoch zum Reaktor und ich bin runter. Warte, ihr müsst mir nochmal ganz kurz entgegenkommen. Bitte nochmal von Anfang nochmal erklären, wo ihr jetzt seid. Ich hab's gerade nicht ganz gecheckt. Also ich habe die Leiche gerade gefunden, als ich wieder auf meinem Rückweg war, weil ich meine letzte Task erledigt hatte. Also im Grunde in der Schleuse selber. In der Schleuse selber. Also wie es aussieht, ich bin runtergegangen, Luki ist hochgegangen. Und da sind wir uns begegnet das erste Mal. Aber mittendrin. Und dann bist du wieder runtergegangen und hast die Leiche entdeckt. Ja, du hättest so die das. Leiche schon längst reporten hätten können. Ja, die ist halt nach mir passiert. Ich bin jetzt schon am anderen Ende der Map. Ich bin jetzt halt. Bin halt jetzt am Dropship, bin ganz am Anfang der Map. Die Leiche schon. War mitten im Gang. Ja, das und heißt, ich bin halt schon ganz woanders. Ich bin halt. Eben, das muss. Da muss halt zwischen. Nur zur Info, da muss also zwischen. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg. Ja, man kann halt in dieser Map quer durch die Map, Map wenden, wo man ein Imposter ist. Das ist halt das Blöde an dieser Map. Das heißt, es kann jeder andere gewesen sein. Und es ist halt. Wie gesagt, das kann auch mit zwischendurch. Ich bin da so. Der Weg, seit ich draußen bin, ist der so weit. Da kann zwischendurch auch jemand reingelaufen sein, gekillt und wieder rausgewendet. Das ist. Das ist durchaus möglich. Leute, ich sag kurz. Oder du warst selbst, also ich verdächtige dich sehr dolle, weil du halt dort oben warst. Ich hab dich, zuletzt habe ich dich dort hochgehen sehen, also mein Sass liegt auf dir, eindeutig. Self-Report. Wie gesagt, also ich denke eher auf dich, weil. Ja, das wird der Imposter jetzt sagen. Es lag mitten im Gang. Also meine Theorie bist, ich hab dich Hand. Warte, wir sind uns erst überkreuzt, als ich oben rein bin und du nach unten wolltest. Meine Theorie, wir kamen uns ja entgegen, also ich bin nach unten, ich kam aus der Reaktor raus, du kamst mir entgegen, wolltest nach oben. Während ich jetzt hier raus bin, bist du dann da runtergegangen, hast gekillt und sofort self-reported. Ja, so aber sehen müssen. Ich hab dich nicht gesehen, weil ich schon längst woanders bin. Ich meine den ich gekillt haben soll, angeblich. Nee, das hast du ja gemacht, als ich schon weg war. Also bist während ich bin ja runtergegangen, bist mit mir gemeinsam runtergegangen und hast gekillt. Du hast da oben natürlich keinen Task, wenn du Imposter bist. Der Kill ist höchstens 5 Sekunden alt, weil ich... Ja, und ich bin schon, da hätte ich nicht sein können. Also das ist der wenn der Kill... Nein, du hättest wenden können. Ich bin gerade in der Cafeteria. Ich bin nicht in der Cafeteria, sondern beim Dropship. Das ist bestimmt auch ein Vent, oder? Beim Dropship bin ich dort oben, also beim dort, wo wir alle angefangen haben, wo wir rauskamen. Also ich bin... Kann mir einer sagen, halt, ob da ein Vent ist? Ich ja, weiß es nicht. Ist überall ein Vent. Nicht ganz überall. Vent. Warte, Luki, du hast jetzt Zwerge gebautet, oder was? Natürlich. Ja, ist es eindeutig der Imposter beschuldigt dann natürlich, um sich abzulenken. Ja, ist das halt 50-50. Ja. Könnte Task werden, wenn wir jetzt skippen. Also ich würde skippen, glaube ich, weil es könnte halt wirklich Task werden. Wenn jetzt, oder? Also ihr müsst jetzt sicher, aber beides skippen. Also wenn ihr jetzt beides skippt, dann können wir weitermachen. Wenn jetzt einer von uns müsst ihr entscheiden, wenn einer, wenn Ninja jetzt nicht wählt, dann bin ich raus, oder? Jetzt schnell. Ja. Ihr müsst jetzt beides skippen oder ihr votet jemanden raus, dann ist halt, ja. Im Bauchgefühl, wir sagen eher Zwergi, aber das kann auch komplett falsch sein. Na klar. Oh no. Ja, ich bin natürlich absichtlich gemacht. Also, ich meine, ich bin seit 2 Runden mit dem Task fertig.
Uff. Uff, das war ja mal schrecklich. Ich bin auch mit den Tasks fertig. Jetzt entkommen wir ihm mal. Im Poster. Oh, da unten im Communication System. Lucky, haust du ab. Lässt du mich in Ruhe. Ich weiß, dass ich nicht sass bin, deswegen. Ja. Der kann halt jetzt quer durch die Map wenden. Das Scheiße, das ist das Scheißige an diesem, an dieser Map. Hier sind halt auch überall, wirklich fast überall Events. Bis auf den Gängen hier, auch selbst hier, da ist ein Vent. Ach Kacke. Und wieder hoch. Na komm. Nein, so knapp, oh mein Gott. Oh, was war denn jetzt los? Ehrlich sein, ich hätte nicht mitgerechnet, dass du es bist. Wer ist es denn jetzt? Ich. Wer war? Pichu. Oh mein Gott. So, also war es gar nicht. Ich hatte 3 Sekunden Kill-Cooldown. Ich stand direkt. Oh mein Gott. Also war es gar nicht. War es jetzt gar nicht den ich verdächtigt habe? Nein. Ey, das war so lucky. Wir haben uns beide gegenseitig falsch verdächtigt. Hast du mich da gesehen bei VDCon? Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe halt nur auf Dings gesehen, auf Admin-Table, dass da jemand gewendet ist. Und weil ich hab in Deacon gekillt, bin dann vor Deacon rausgewendet und dann standst du da direkt. Und zum Glück wurde dann drin schon reported. Ja, wie ich schon gesagt habe, da kann er zwischendurch, ich war halt schon lange raus, da kann halt jemand reingekommen sein. Das ist halt. Ich wollte eigentlich hinlaufen und gucken, welche 2 Leute das sind, damit ich weiß, wer... Ja. Das war natürlich echt bitter. 3 Sekunden mehr Zeit, dann hätte ich gewonnen. Da haben wir uns erfolgreich gegenseitig verdächtigt. Ja.